Hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play eines alten Spiels aus den 90ern. Und zwar werden wir uns dieses Mal Stonekeep anschauen. Ein Rollenspiel, ein Dungeon Crawler von, da muss ich gerade nochmal nachgucken, ich glaube es war, 95. Auch von Interplay. Und Producer unter anderem Brian Fargo und jetzt so ein bisschen zur Einstimmung auf Bard's Tale, das im September rauskommt, wollte ich mir nochmal Stonekeep anschauen. Mit dem hatte ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen, denn das habe ich damals nie geschafft. Da bin ich irgendwo ziemlich am Ende an der Steinplatte gescheitert und hatte es selbst dann mit Komplettlösungen und so weiter nicht geschafft, weil ich nicht kapiert habe, was ich da machen soll. Mal gucken, ob ich da dieses Mal dran vorbeikomme. Dieses Mal werde ich auch komplett ohne Auflösung und so weiter spielen. Stonekeep dürfte eigentlich auch verhältnismäßig einfach dahingehend sein. Es ist aber brutal schwer, was die Kämpfe betrifft, wenn man das jetzt mit modernen Spielen vergleicht. Aber jetzt starte ich erstmal das Spiel und lass mal das Intro laufen. So. Flup, flup. Erstmal bekommen wir jetzt hier dieses Interplay-Logo, was man, was einfach hervorragend aussieht. Sowas, heute ist sowas halt nicht mehr so wahnsinnig beeindruckend. Macht aber immer noch ein bisschen was her, aber damals war das schon sehr knorke. Mega Special Effects. Jobs. Danke, meine Dame. Darf ich dir einen anbieten? Den hier vielleicht? Oder vielleicht diesen hier? Danke. Ah, ich glaube, sie liebt mich. Oh, schrecklicher Drache, ich vernichte dich im Namen Elisabeths, dem Feenmädchen. Runter wollen, runter! Hä? Nein! Steige hinab zur vergessenen Stadt Stonekeep und finde die neuen Behältnisse. Um dich vor der Magie des dunklen Reiches zu beschützen, muss ich deine Seele von den Fesseln deines Körpers befreien. Erreiche dein Ziel, so werden Stonekeep und ich frei sein. Da sagst du,
bist du für immer an die Mächte der Dunkelheit verloren. Für immer. Ja, Hammer, oder? Also, ich finde das nach wie vor klasse. Nicht unbedingt den Grafikmatsch und auch das Acting ist eine Katastrophe. Oder sagen wir mal zumindest schlecht. Ich meine, in der Zeit war das grundsätzlich nicht so besonders, wenn man auch an, sagen wir mal, Command & Conquer oder so denkt. Aber, dann kommt natürlich auch noch diese deutsche Übersetzung dazu. Und jetzt sehe ich gerade... Ah, okay. Da ist jetzt der Bildschirm. Dann kommt noch die deutsche Übersetzung, eine Lokalisierung dazu. Hier mit diesem Unterwolf. Hä? Das ist so ein bisschen... Naja, aber die Atmosphäre, gerade in diesem zweiten Teil, wo der Typi da runterguckt und dann die Musik da spielt, das finde ich schon sehr schön. Das war damals auch auf... CD, dieser Intro-Track, den konnte man sich da, glaube ich, so im CD-Player anhören, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wir machen jetzt hier ein neues Spiel. Achso, was ich noch erwähnen wollte, das Spiel ist ja 95 rausgekommen, hatte aber damals eine extrem lange Entwicklungszeit von 5 Jahren, hat insgesamt 5 Millionen Dollar Produktionskosten gehabt. Und veranschlagt waren wohl ganz am Anfang lediglich 50.000 und es sollte 9 Monate dauern, das zu entwickeln. Das steht hier zumindest so auf Wikipedia. Und das Intro hat allein 500.000 Dollar gekostet. Dieses Ding, was wir da gerade gesehen haben. Ja, gut, wir machen jetzt ein neues Spiel. Jawohl. Nimm diese Artefakte, um deine Suche zu erleichtern. Der mystische Spiegel des Afre wird deine Sehkraft stärken. Und Aquilas Schriftrolle wird aufbewahren, was auch immer du findest. Ja, die Stimme von ihr finde ich sehr schön. Eigentlich grundsätzlich die ganze Lokalisierung innerhalb des Spiels finde ich sehr gelungen. Sehen wir dann gleich auch noch. Ja, das finde ich auch sehr schön gemacht. Wir haben hier... quasi eine In-Game-Graph, also wir haben nicht nur Interface, wo uns angezeigt wird, hier klappt man auf und dass das immersionsbrechend ist. Das hier war ja auch eines der ersten, kann man schon fast sagen, zumindest das erste oder einzige Dungeon-Crawler-Spiel von damals, das wirklich so ohne Interface im normalen Spielen ausgekommen ist. Wir haben hier oben halt diesen Spiegel, was ja auch im Spiel erklärt wird, mehr oder weniger, halt, dass man diesen Spiegel hat und hier kann man halt die Hitpoints ausklappen und kann man die Ausrüstung einstellen. Und dann haben wir hier eine magische Schriftrolle und da können wir unendlich viele Gegenstände aufnehmen. Das ist auch, finde ich, sehr elegant gelöst. Ja. So, ja, hier bewegen wir uns schrittartig. Ja, habe ich ja nicht erwähnt, glaube ich, dass es Don't Keep ein Dungeon Crawler ist, aber ja, das sollte sich... erklärt haben. Hier haben wir einen Stein. Ich drehe mich gerade ein paar Mal, um zu sehen, ob das Video korrekt aufgenommen ist, denn da hatte ich doch sehr starke Probleme in mehrererlei Hinsicht, die DOS-Box einzustellen. Jetzt werde ich hier aber erstmal den Kram mitnehmen, noch einen Stein. Der Kampf am Anfang wird sehr, naja, ich sag mal, exploithaft laufen, weil die schon brutal stark sind, die Gegner. Hier bei sowas, da können halt auch Geheimschatullen und so sein. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es am Anfang sogar irgendwo ein Versteck, wo man einen super starken Dolch finden konnte. Ich glaube, sliden kann man nicht, also einfach nur ein Sidesteppen. Naja, man kann nur drehen. Dann mache ich hier auch erstmal ein allererstes Save Game. Genau, das hatte ich vorher schon mal angefangen und dann gemerkt, ja, die Aufnahme ist ziemlich die Grütze. Ja. Hüte dich vor Kulkums Schergen. Bewaffne dich rasch. Rasch. Finde die Treppe, die nach unten führt. Ja.
Das ist auch so ein Soundeffekt, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Dieses. Aber noch besser sind diese Holztüren mit diesen Eisenscharnieren, die halt so machen. Klar, oder? So. Schrott zerstören. Achso, wir können mit der linken Maustaste mit der linken Hand schlagen, mit der rechten Maustaste mit der rechten Hand. Man kann aber nicht mit beiden Händen gleichzeitig schlagen. Ausdauer oder sowas gibt's glaube ich auch nicht. Und halten kann man es auch nicht. Ein Gegner! Dum, dum. Wir sind nicht erwischt worden. Kann sich's auch, genau, dauerhaft einblenden lassen. Wachstube. Mhm. Ist das schon offen? Ist das schon kaputt? Anscheinend. Das kann ich nicht mehr zermanschen. Ich glaube, eine Karte müsste man auch bekommen. Das gucken wir uns aber. Aha, 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 aha. Und da können wir uns bewaffnen. Ein Messer. Das war aber jetzt nicht dieser versteckte Dolch, den ich erwähnt hatte. Dadurch, dass man halt auch nicht sidesteppen kann, hat man auch nicht so diese einfache Möglichkeit, einfach alle Wände abzuscannen. Da kommen wir her. Wir haben also hier noch die Wachstube, da kommen wir aber glaube ich noch nicht rein. Vielleicht auch doch. Noch ein Schädel. Kann man alles als Munition verbrauchen, glaube ich. Aha. Ein Ledergedöns. Wir haben auch... Moment. Ich schätze mal, das wird mir gleich noch erklärt, dass ich mein Charakterdingens einsehen kann, oder? Ja, weil hier kann man gerade nichts. Da steht übrigens zur... Ich kann mich nicht erinnern, und da ist ein N. Ich kann mich nicht erinnern, dass das damals so war. Ich nehme mal an, dass das hier diese GOG-Version ist. Dass das da nicht ganz optimal gelöst wurde. Aha. Was ist das? Keine Ahnung. Noch ein Messer. Die Musik ist phänomenal. Okay. So, wir sind bewaffnet. Haben Gedöns mit. Und das hier haben wir soweit erkundet. So, was sagst du? Diese Tür ist verschlossen. Aha. Willst du reden? Muss man da was tun? Ah, weird. Ach so, ja, okay. Ich habe das damit aufgeschlossen und nicht aufgemacht. Verstehe. Verlorener, ist das alles, was du zu bieten hast? Dieser Sterbliche ist meine Zeit nicht wert. Kolkun, freu dich nicht zu früh. Mein Retter wird dich besiegen. Deine Gefangenschaft ist nur der Anfang. Du bist mir einmal entflohen, du sollst mir nicht nochmal entkommen. Jetzt habe ich dich und werde auch den Rest noch finden. Zurück in deine Zelle! Es ist töricht, ihm zu vertrauen, Tera. Ich werde dir beweisen, dass du nicht an deine läppischen Sterblichen glauben solltest. Fort mit dir! Sterblicher begreift, dass deine Seele in meinen Händen liegt. Die Zeit
Schicksals werden dich nicht retten. Wissen, dass wir uns wieder treffen werden. Bis dahin, gib acht, denn mein Zorn ist mächtig. Bis dahin, gib acht, So, wir speichern direkt mal. Das ist natürlich jetzt hier, dadurch, dass es damals noch nicht so mit Quicksave war. Glaube ich zumindest nicht. Müssen wir hier natürlich jetzt öfter in die Menüs angehen. Ja, die Story ist verhältnismäßig abstrakt und wird nur angerissen. Was ich aber gar nicht so schlecht finde, weil wahrscheinlich ist sie auch nicht besonders logisch an der Stelle. Aber dass Tera, dieser Wisp, den wir gesehen haben, und diese Tante, mit der wir im Intro gesprochen haben, das ist quasi eine Göttin, die ja in so einem Behälter gefangen wurde, in dieser Erde, in dieser Kugel. Und wir müssen die Behälter mit anderen Göttern irgendwie finden. Aber, und das lag auch der Box damals bei, das war ein Roman über so ein bisschen den Background von der Welt oder von Stonekeep, glaube ich, von einem Dorf. Und ich kann mich jetzt gar nicht mehr so an den Story-Arc erinnern von dem Buch, aber das Buch hatte mir damals extrem gut gefallen, weil es nicht eben alles so komplett, die Welt nicht als Großes und Ganzes beschrieben hatte, sondern aus der Perspektive von so einem, ich sag mal, Einsiedlerdorf, oder man könnte auch sagen, wenn man hier mit Herr der Ringe vertraut ist, von so einem Hobbit-Dorf, die halt im Dorf wissen, was da abgeht, aber halt keine Ahnung haben, was draußen rum passiert. Und damit hat das dann halt so einen Mystery-Effekt, was geht in dieser Welt vor. Und das fand ich schon ja extrem faszinierend, und sowas finde ich halt auch, kann ganz gutes World- oder Game-Design sein, wenn halt das Drum... Oh, da ist wieder ein Vieh. Wenn halt das Drumherum nicht zu abstrakt ist. Oh, da ist noch eins. Und das würde ich sagen, ist so der absolute Schwachpunkt von dem Spiel. Der Kampf ist echt scheiße. Da sieht man aber schon, die halten ordentlich was aus. Der weiß nicht recht, was er will. Ist jetzt jedenfalls gestorben. Idealerweise hätten wir jetzt hier eine Tür oder sowas, wo wir uns dahinter verstecken könnten. Ich glaube, das ist so eine Stelle, wo der wieder ein bisschen im Eimer ist. Ja. Matsch. Aber nichts mit. Gleich auch wieder Moment zum Speichern. Spiel speichern. Flip. Den Stein nehmen wir mit. Da hört man schon diese Typen laufen, da ist ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Troggis, weiß ich jetzt nicht, ob das die waren oder ob das die Großen waren. Wieder so ein Vieh. Wir sollten uns eigentlich eine Tür suchen. Na, ich werde erstmal nach da hinten noch gucken. Aber wir haben gerade, naja, noch keine Karte. Oder?
M kann ich nur hier das aufmachen. Aber der Kulkum, der wird sich auch noch zeigen. Türen lasse ich mal alle erstmal zu. Aber der ist weit weg. Okay, dann machen wir mal die eine Tür. Was das war, weiß ich nicht. Dass da welche rauskommen werden. Ja, da haben wir uns jetzt nicht bewegt und dann auch direkt was aufs Maul bekommen. Aber wir haben ja Heilkräuter gefunden. Die sind irgendwie andersrum. Gedöns. Und wir haben hier jetzt eine Art Rückzugsort und könnten hier theoretisch, ich glaube, die Gegner sind zu blöd, um durch Türen zu laufen, auch durch offene. Aber das wäre halt schon ein ziemliches Stück, da einen Gegner zu kiten. Das ist schon ganz schön groß hier. Keine Ahnung, was dieser Sound mir sagen sollte. Ah, es kann sein, dass ich gestiegen bin. Ja, aber wie gesagt, ich habe nach wie vor eigentlich ja keine Ahnung. Na, das ist auch abgeschlossen. Ich habe ja meinen Charaktersheet noch nicht gesehen. Und auch die Karte nicht. Ich glaube, der ist ein bisschen größer. Ja, ich glaube, ich habe schon mehr Hitpoints als vorher, oder? Hatte ich Anfang 60 oder 80? Keine Ahnung. Dann geht aber das die Tür. Da ist ein Säckchen. Da kann man die Steine, glaube ich, reinpacken. Dieser Sack wird meine Wurfsteine recht gut tragen. Genau. Habe ich da ein bisschen was behalten. Jetzt kann man den in einer Hand packen. Jetzt kann ich mit der linken Hand Steine werfen und mit der rechten zustechen. Mit der rechten Maus das einfach draufklicken und dann bekommt man das direkt ins Inventar. Daneben. Meh. Der cleverste ist das auch nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Schaden ich mit so einem Wurf mache im Vergleich zum Stich oder sowas. Wüsste nicht, dass es da irgendwelche Angaben zu gibt.
Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den einfach nur verfehle. Oder ob es da einen Skill quasi gibt, ob man den trifft oder nicht. Na, er ist jedenfalls im Eimer. Gut. Ups. Kann man den überhaupt hier reinlegen? Ja, kann man. Rechte Taste, rechte Hand. Noch eine Tür. Da ist auch wer hinter. Ist da was? Ja. Ich glaube, man kann da drüber. Ah, okay. Das war aber. Der war sehr schnell im Eimer. Da ist der nächste. Komm her. Den habe ich zweimal getroffen. Na, das geht aber ordentlich hier. Na, da ist auch alles wieder am Kreuchen und Fleuchen hinter den Türen. Okay, hier ist aber soweit abgeschlossen. Oh, wo kommt der denn her? What? Ein Steinwurf. Ich hab keine Ahnung, ob der herkam. Ich weiß auch nicht mehr. Aha. Oh, der ist aber schon verhältnismäßig gut versteckt. Man sieht das halt. Dass das da kurz drüber eingeblendet wird. Ich glaube, der sagt aber auch beim ersten Mal, also mit irgendeinem Raum von wegen, das sieht so aus, als wenn das hier ein Raum wäre, wo die was drin verstecken. Und ich glaube, damit wird man quasi da rangeführt, dass es überhaupt solche Verstecke gibt. Ich glaube, das Level ist so aufgebaut wie so eine Burg. Also, dass das hier quasi so ein Turm ist. Und hier in dieser Ecke geht's halt runter. Jetzt laufen wir quasi. Ja, am Norden. In auch wieder so einen langen Gang lang. Oh! Ich glaube, da sollte ich nicht hin. Ein Pfeil. Ja, da gehen wir erstmal noch nicht hin. Jetzt haben sie sich bewegt. Ja. Ich glaube, die wollen mir direkt aufs Maul geben. Na, ich kann ja einfach mal speichern und dahin laufen. Speichern. Ja. Seid ihr friedlich? Ne. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Laden. Es wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber es ist auch nicht nötig, sich den Schaden einzufangen. Also. Da muss man aber jetzt gucken. Scheint so zu funktionieren, aber nicht immer. Ja. Und damit sind meine Steine aber auch alle. Die hier kann ich einsammeln, aber es sind halt nur die paar, die getroffen haben. Muss man. Oh. Weiß nicht, ob die sich da wegbewegen. Irgendwann.
der will da nicht rüber. Das funktioniert nicht. Yeah. Das war jetzt gut wie meine ganze Ammo. Der hier will da nicht durch. Ich glaube, der scheitert jedes Mal an der Tür selber. Ah, perfekt. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man den nicht jetzt umhacken muss. Wahrscheinlich ist das ja besser als der Dolch. Ich kann ja jetzt hier mal speichern. PB Lower Runes of whatever. Oh. Aber ordentlich Input Lag. Okay. Der tut aber jetzt so nichts mehr. Steinchen. Schädel. Na. Da ist noch ein Stein. Noch was und noch was und noch was. Jo, gut. Es ist, glaube ich, einfach nur Müll. Ich glaube, der ist langsamer als der Dolch. Bin mir aber doch nicht sicher. Okay, das ist wieder abgeschlossen. Und da ist wieder so ein Vieh. Aha, abgehauen. Schon den nächsten. Ist das ein besonders starker Bursche oder was? Nö, der ist sogar mit einem Wurf kaputt gegangen. Meinetwegen. Bisher schlage ich mich hier doch sehr gut. Die Gegner sind weit weniger ein Problem, wie ich das dachte. Und der Kampf, gut, der ist natürlich jetzt immer noch nicht besonders toll, aber da komme ich doch ganz gut mit aus bisher. Gut, die Typen, die haben mich natürlich durch die Tür getötet. Naja.
Und das muss halt so. Da war wieder ein Geheimdingen. Ich würde halt... Aha. Sehr gerne eine Karte und ein Skillsheet haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die zweimal treffe, wenn ich da einfach nochmal klicke, während der Stein am Fliegen ist. Das hört sich ja dann noch an. Sieht gefährlich aus. Speichern. Dum, dum, dum. Muss ich mal gucken, wie das mit den Safe Games ist, ob ich die dann zwischendurch irgendwo backuppen kann. Das ist halt immer so eine Sache, wenn man halt am Schluss nochmal ein Review machen will. Ich weiß auch nicht, ob ich hier eins zu mache. Dann würde ich halt gerne an sämtlichen Stellen was haben, wo ich drauf zurückgreifen kann. Ja, hier war ja schon mal nix. Das mein Zuhause, Monster, du weg da! Ja, genau, jetzt hat der das gegessen. So war das. Aha. Ja, er hat jetzt den Stash leer gefuttert. Der hätte ich aber wahrscheinlich auch nicht viel machen können. Was ich machen könnte, weil ich muss jetzt wahrscheinlich hier haufenweise von diesem Schrott... Was ist denn das überhaupt hier? Schicke einen Wachtrupp zur Donnerburg. Die Trocks werden schon wieder unruhig. Korzen. Mhm. Ach, Mausrad funktioniert nicht. Ist ja ein Ding. Ja, das bringt halt so ziemlich gar nichts. Da werde ich jetzt nochmal laden und werde den auch durch die Tür töten. Dieses Zeug wird er natürlich trotzdem wegfressen. Ja, bevor ich das jetzt mache, mache ich den direkt. Das mein Zuhause, Monster, du weg da! Ja, jetzt steht er da blöd rum. Ich weiß nicht, ob das den verletzt. Ja, anscheinend. Lalala. Klack, 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 klack. Der hält viele Steine aus. Mein Vorrat ist gleich wieder alle. Zup, 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 zup. Stopp! Irgendwas ein Skill gesteigert anscheinend. Vermute ich mal. Hitpoints habe ich jetzt. Vielleicht ist es sogar zum Leveln effizienter, wenn man mehrfach wenig Schaden macht.
statt einmal viel Schaden zu machen. Also langsam könnte der aber durchaus sterben. Kann ich hier auch noch greifen? Ne. Er ist bestimmt schon 20 Angriffe oder so drin. Ja, während ich hier im Kämpfen bin, kann ich vielleicht noch was anderes erzählen. Und zwar, wie ich das Spiel überhaupt das erste Mal darauf gestoßen bin. Und zwar war das... oh, Moment, jetzt muss ich... Ja, okay. Jetzt ist er tot. Gut, dann mache ich das beim nächsten Kampf, der sicherlich auch kommen wird und genauso aussehen wird. Was haben wir hier? Ein Buch. Ah! Ja, und hier können wir sehen, Stärke 1 gesteigert, Lebenskraft 1 und Gesundheit schon 2. Und wir sind in List gestiegen. Rakete, Schwert, Faustkampf, Hammer. Rakete, das ist halt Missile, also Schusswaffen. Naja. Ich glaube, das ist alles Learning by Doing, da kann man, glaube ich, überhaupt nichts manuell machen. Runen, das sind dann Zauber. Tipps, gehört es. Dinge. Ein Stein. Eine gut riechende Wurzel. Wurjel. Das ist ja sehr hilfreich. Okay. Können wir noch weiter blättern? Ja. Ein Stück Pergament. Pfeil. Ein Chargar-Schwert. Ein gebrochenes, nutzloses Schwert. Ja, kann sein, dass das ja durch die Version so mit dem Z und S ist. Ich könnte theoretisch halt auch meine CD-Version installieren. Die habe ich zwar auch hier, aber... Das ist halt ein elendiges Gesurre von einem Laufwerk. Ja, ich habe tatsächlich ein CD-Laufwerk in meinem Rechner. Aber es ist halt, ja, nicht so schön. Da geht's nicht weiter. Mal davon abgesehen, dass der auch immer wieder laden muss. So, jetzt gehen wir aber hier auf die Seite. Da war ja eigentlich nichts, außer... Schädel, den man wahrscheinlich nie brauchen wird. So, Zeit zu speichern. Spiel speichern. 04. Ah, da geht's nicht weiter. Noch nicht. Ja, dann müsste ich da ja in die Richtung weiter. An dem Gedöns hier kann man halt auch mal ganz gut sehen, wo man schon war und wo nicht. Weil, wenn man die immer fleißig kaputt schlägt, ja, alles, was man schon kaputt geschlagen hat, da war man dann offensichtlich schon. Jetzt gucke ich hier nochmal nach Geheimgedöns. Ist aber nix. Da keucht es wieder. Daneben geworfen. Aha. Ah.
Der scheint da wirklich schon so eine Hit Detection zu machen. Also müsste ich da eigentlich nur rechtzeitig genug klicken. Der hält wieder ein bisschen mehr aus. Oder die Range von dem Schaden von dem Stein kann natürlich auch massiv unterschiedlich sein. Was weiß ich, dass der 1 bis 100 Schaden macht oder so. Dann sind die natürlich manchmal direkt tot. Manchmal muss man die 10, 20 Mal treffen. Keine Ahnung. Ein Combat Lock oder sowas gibt's hier nicht. Würde ja auch überhaupt nicht mit diesem Interface und so Prinzip übereinstimmen, zusammenpassen. So, jetzt muss der aber so langsam drauf gehen. Jawohl. Da ist der nächste. Und ich glaube, das ist noch ein anderer, der von der anderen Seite kam. Ja, also, ups. Wie ich zu dem Spiel überhaupt gekommen bin. Ich hatte damals, das war halt irgendwann zu meinem Geburtstag. Da hatte ich eigentlich Dungeon Keeper haben wollen und bin dann mit meinen Eltern damals zu so einem Software eigentlich Versand gefahren, also in so einem Geschäft, wo man Spiele kaufen konnte. Das wurde ja damals noch wirklich in solchen da habe ich das hingeworfen. Genau, wir sind jedenfalls da hingefahren und Dungeon Keeper wurde ja immer wieder verschoben, also zumindest zu dem Zeitpunkt wurde es verschoben. Dungeon Keeper ist ja auch von Bullfrog, so ein Peter Molyneux-Spiel und da war ich damals ziemlich scharf drauf. Auch wenn sich das im Nachhinein, als ich das dann hatte irgendwann, doch als Enttäuschung rausgestellt hatte, gerade weil es ein Peter Molyneux-Spiel war und der doch da einige Sachen versprochen hatte, wie beispielsweise im Multiplayer gegen andere Spieler zu spielen. Also die Spieler, ein Spieler spielt den Helden, der andere das Dungeon und so weiter. Deshalb, das war ja alles nicht drin. Dann war es später nur so ein Monster draufwerfen, Gedöns. Ja, wie dem auch sei, das wurde verschoben. Ich bin zu einem Laden gegangen und hatten sie nicht. Und dann habe ich halt irgendwas mir rausgesucht, so als Ersatzgeschenk oder so, ja. Und da... Na, stopp, du Mistviech. Und das ist dann Stonekeep geworden. Und zuerst natürlich etwas enttäuscht, dass ich halt hier den Dungeon Keeper nicht bekommen habe. Aber das hat sich dann sehr schnell gelegt, weil von dem Spiel hier wurde ich halt direkt geflasht. Also, das hat mich direkt reingezogen hier. Die Atmosphäre von dem Ding, also da war ich hin und weg und da kann ich mich noch genau dran erinnern, wie meine Mutter dann reinkam und dann gefragt hatte, und wie ist das Spiel, da... Kannst du was damit anfangen oder sowas? Und ich dann halt auch irgendwas meinte mit, ja, dass das halt hervorragend ist. Und ja, so bin ich dann hier zu dem Stonekeep gekommen. Das war eigentlich mehr so ein Verlegenheitsding, was ich gar nicht auf dem Radar hatte und wirklich nur gekauft hatte, weil Dungeon Keeper verschoben wurde. Und das hat ja als Box dieses Skelett vorne drauf mit dieser schimmernden Rückseite, wo man halt die Box unterschiedlich halten kann und dann hat man halt so eine Art 3D-Effekt. Da läuft wer hinten rum. Ah, es kann sein, genau, jetzt bin ich hier einmal durchgelaufen. Und es kann gut sein, dass diese leuchtende Box wirklich dafür verantwortlich war, dass ich auf dieses Spiel gestoßen bin. Wer weiß, vielleicht hätte ich sonst was anderes gewählt. So, dann mache ich hier auch erstmal wieder einen Save. Oh, das hier mal überschreiben und dann... Aha. Dann halt nicht. Ja, den können wir jetzt auch wieder totwerfen.
Was ich noch erwähnen wollte, war das mit der DOS-Box. Ich hatte das jetzt heute bestimmt 1-2 Stunden und gestern habe ich da vielleicht sogar mehr als 2-3 Stunden verbraucht quasi, um das Spiel gescheit ans Laufen zu bekommen. Auch mit der Version von Good Old Games, die das hier jetzt ist, ist es so, wenn man die startet, hat man ein, zumindest ich, habe ein Knacken bei jedem Soundeffekt auf der rechten Seite und das ist sowas, was mich tierisch nervt. Und da habe ich dann erstmal geguckt, wie man das denn lösen kann. Die Standardeinstellung von, der hat einen Schlüssel. Die Standardeinstellung von der DOS-Box ist, dass der einen Soundblaser 16 verwendet. Und dann gibt es aber noch zusätzlich Mixer-Einstellungen und... ja, und dann natürlich diese typischen IRQ, DMA und Gedöns. Die sind aber, glaube ich, da ziemlich wurscht. Aber man muss den Mixer auf die gleiche Frequenz einstellen oder was auch immer. Oder gleiche Qualität hochsetzen wie die Soundkarte und... ja, da habe ich dann auf jeden Fall rumgedoktert und schlussendlich eine Lösung gefunden, dass ich das Spiel nicht auf Soundblaster 16 habe, sondern ich glaube, ich habe das jetzt auf... Ich glaube, da komme ich her, oder? Ja. Ich glaube, ich habe das auf Soundblaster 1 oder Soundblaster 2 runtergeregelt. Quasi der höchste Soundblaster, der kein Stereo-Sound hat. Und jetzt gucke ich hier nochmal nach Geheimgedöns. Und damit ist dann auch das Problem verschwunden. Ich hatte vorher noch versucht... Oh, wie hieß das? War das nicht Roland? Sound Unit, irgendwas. Komme ich jetzt nicht drauf. Ich habe auf jeden Fall da gibt es noch eine andere Soundkarte, die man da auch versuchen kann, ans Laufen zu bekommen. Das habe ich auch halbwegs geschafft, aber dann hat das Spiel geruckelt wie die Sau. Das hat dann auch nicht funktioniert. Also, dass ich quasi die Soundausgabe über dieses eine mache und die Soundeffekte über das eine. Und nur die Musik dann über den Soundblaster, aber das hatte dann auch nicht funktioniert. Ja, und schlussendlich bin ich dann auf den Soundblaster gekommen. So, da ist also nichts, da haben wir alles. Wir sind jetzt hier... Wollen wir mal gerade ein bisschen orientieren. Ist immer noch irgendwas am Rumpfleuchten? Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, die respawnen nicht, aber... Kann sein, dass der irgendwoher... Ich meine, ich bin ja hier einmal im Kreis gelaufen. Vielleicht ist der auch da halt dann hinterher gelaufen oder so. Ups. Also die spawnen meines Wissens nicht nach. Es kann aber eben sein, dass die aus Rohren geklettert kommen oder sowas. Ja, und nachdem ich dann die Soundkarte eingestellt hatte, musste man ja auch noch eine Möglichkeit finden, das aufzunehmen. Ja, genau, da könnten sie aus, aber die kommen, glaube ich, nicht durch die Tür durch. Und da habe ich dann auch nochmal rumfrickeln müssen. Moment, jetzt schraube ich mir das hier mal auf. Ganz grob. Wir sind hier im... Südwesten. Wir haben... Da einen kurzen Weg, das ist aber eine Sackgasse. Dann geht's hier runter. Da hoch. Ja. Dann haben wir da eine Tür. Da gehen wir da mal rein. Da geht's nicht rein. Mhm. Das ist blockt.
und dann geht's da halt ein bisschen hin und her. Dann haben wir da einen Weg nach oben. Aha. Ups. Muss ich den Schlüssel jetzt in die Hand nehmen? Hier will ich immer da intuitiv das Mausrad benutzen, aber das funktioniert natürlich nicht. Was ist das? Eine Münze? Scheint hier nur so eine Toilette zu sein, eine Schrottkammer. Oh, da habe ich irgendwas aufgenommen. Vielleicht war das eine Rüstung. Ah, Hose. Hose ist gut. Wir können auch mal ins Buch gucken. Und da List ist gestiegen. Dinge. Gucken, ob da diese Münze oder was ist. Was war das für ein Trank? Ein gesunder Trank. Mhm. Eine Goldmünze. Aber eine Sackgasse. Gut, ja, dann ist es jetzt auch an der Zeit, erstmal einen Schnitt zu machen. Und dann werden wir hier beim nächsten Mal weitersehen und das Gelände hier erkunden. Und ich hoffe, dass ich dann auch mal die Karte finde. Und ja, also dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!